Cedric, steh auf. Wer ist da? Ich bin's, der Teufel. Ihn gibt's doch gar nicht wirklich. Cedric! Ja, oh ja, ich bin wach, alles gut. Schön, dass du wach bist zu dieser dunklen Stunde. Was willst du denn so früh nachts von mir, Mann? Es ist gerade Zeit zum Schlafen. Es ist Zeit für deine Reifeprüfung, Cedric. Du musst beweisen, dass du böse genug bist, um einer von uns zu sein. Eine Reifeprüfung? Es wäre viel einfacher, Leute zu erschrecken, wenn ich nicht so ein lächerliches Geisterkostüm anhätte. Hast du irgendein Problem mit dem Geisterkostüm? Also ich finde das gut genug. Gruselige Personen können auch Leute erschrecken, ohne gruselig auszusehen. Ja, ja, genau so ist es. Oh Mann, was soll ich tun? Als erstes lässt du einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da. Okay, alles klar. Ich glaube, das haben alle schon gemacht. Und was jetzt? Jetzt gehst du nach draußen und suchst dir ein Opfer, was du erschrecken kannst. Denn wir machen generell nur böse Sachen. Nur böse Sachen? Oh, na schön, gut. Ich guck mal, ob ich irgendjemanden finde. Oh Mann, warum muss man denn immer böse Sachen machen? Nur weil ich in der Teufelfamilie bin? Naja, wem kann ich denn heute sowas Böses antun? Ich meine, am besten wäre es, wenn ich irgendjemandem was Böses antue, der es verdient hat, oder? Macht man das so? Ich weiß es nicht genau. Mann, Cedric, du erschreckst dich aber auch wirklich vor allem. Ich bin doch nur ein dummer Vogel. Oh Mann, er hat recht. Ich bin komplett ungeeignet als Geist. Aber ich werde es allen beweisen, dass ich auch böse sein kann. Nein, du erschreckst dich doch vor deinem eigenen Schatten. Was war das? Das war ich. Viel Spaß. Oh Mann, na gut, ich gehe auf jeden Fall mal in die Stadt. Okay, das sieht nach einem guten Ort aus, wo ich Leute erschrecken kann. Jetzt muss ich mich nur noch verstecken und darauf warten, bis irgendjemand vorbeiläuft. So, ich glaube, das hier ist ein gutes Versteck. Und hier ist der schwarze Diamant der Schwärze. Okay, nach 5 Stunden intensiven Wartens habe ich herausgefunden, dass hier scheinbar keiner vorbeiläuft. Na gut, dann muss ich halt woanders hin. Okay, gut. Dieses verlassene Haus sollte sich ausgezeichnet als ein Gespensterhaus anbieten. Oh yeah. Ich werde mich jetzt hier in diesem geheimen Raum verstecken und warten, bis hier Leute vorbeikommen. Und diesmal wird es garantiert... oh Mann, meinst du wirklich, das ist eine gute Idee, was in ein verlassenes Haus reinzugehen? Oh ja, natürlich, es gibt nichts Spannenderes außer das. Und jetzt sei kein Weichei und komm einfach mit. Ich werde die Tür ganz langsam aufmachen und... Bitte sei ruhig, erschreck mich nicht so. Alles ist gut, keine Sorge, komm mit. Oh ja. Oh Mann, es ist so dunkel und kalt hier drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ach übrigens, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber ich glaube, in diesem Haus spukt es. Hier wandelt dein Geist rum seit 30 Jahren. Was? Nee, war nur ein Spaß. Hier ist gar nichts. Um ehrlich zu sein, ist hier sogar weniger als nichts. Es ist viel zu leer. Puh, Gott sei Dank. Und ich hatte wirklich schon Angst. Ein Geist! Oh nein, oh nein, raus hier! Ja, sofort weg! Ich bin der Geist des dunklen Steins und ihr habt mein Zuhause mit... hoppla! Hey, Moment mal, du bist ja gar kein Geist! Natürlich bin ich ein Geist. Ich bin ein Geist! Du brauchst uns nicht mehr reinlegen, wir haben schon gesehen, dass du kein Geist bist. Oh Mann, okay, ihr habt ja recht, ich bin wirklich kein gutes Gespenst. Oh, meine Eltern werden enttäuscht von mir sein. Deine Eltern werden enttäuscht von dir sein, weil du es nicht schaffst, andere Leute zu erschrecken? Was sind das denn für komische Eltern? Naja, ihr kennt meine Eltern nicht. Meine Familie ist die Teufelfamilie. Und jedem, der nichts Böses tun kann, tun sie furchtbare Sachen an. Jedem, der nichts Böses tun kann? Wie genau meinst du das? Ja, ihr müsst mir einfach glauben. Max, hört sich das für dich sinnvoll an? Ich weiß nicht. Es hört sich irgendwie komisch an, aber na gut. Könnt ihr vielleicht bitte so tun, als würdet ihr euch erschrecken? Ich glaube, meine Eltern beobachten mich heute Abend, denn heute ist eigentlich meine Reifeprüfung. Okay, wie du meinst. Können wir gerne machen. Was braucht er denn schon wieder so lange? Zwei kleine Kinder zu erschrecken, sollte doch eigentlich ein Kinderspiel sein. Vielleicht spielt er ja auch mit den Kindern. Was? Das würde ein böses Kind niemals tun. Nicht wie mein kleiner Teufelssohn. Vielleicht können wir danach ja auch irgendwie zusammen spielen oder so. Macht man das unter Menschenkindern? Keine Ahnung. Egal, ich werde auf jeden Fall jetzt mein Kostüm wieder anziehen und dann geht es los, okay? Okay, gut. Dann auf 3, okay? Ja, genau, auf 3. 1, 2, 3.
3. Ein Gespenst, ein Gespenst. Womit habe ich das verdient? Schnell weg hier. Ja, los, weg hier. Ich werde euch bis zum Lebensende verfolgen. Cedric, sehr schön. Das war in Ordnung, sagen wir es mal so. Aber du hast die Reifeprüfung bestanden. Und damit bist du jetzt ein endgültiges Teil der Teufelfamilie. Ja, danke schön. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin super böse. Wenn du willst, kannst du die heutige Nacht noch genießen. Geistere rum und erschrecke alle Leute, die du siehst. Ich werde jetzt nach Hause gehen und meinen wohlverdienten Schlaf halten. Genau, tu das. Ich werde auch dasselbe tun, was dein Vater gesagt hat. Oh Mann, Gott sei Dank sind sie weg. Sie haben es tatsächlich geglaubt. Okay, ich muss die beiden Jungs wiederfinden und mich bei ihnen entschuldigen. So, aber ich nehme mein Gästekostüm mit. Also, was genau war das denn gestern Abend? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Meinst du, dass wir den Typen irgendwann wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der war einfach nur ein bisschen verrückt. Ups, hallo. Entschuldigung, dass ich mich verspätet habe. Wow, Alter. Wo kommst du denn jetzt wieder her? Naja, jetzt als Geist kann ich auf jeden Fall durch Wände gehen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich krass. Ja, ist es. Moment. So, okay. Also, danke Jungs, dass ihr mitgespielt habt. Ihr seid der einzige Grund, warum ich meine Reifeprüfung bestanden habe. Ja, klar, gerne. Dürfte ich dich fragen, wie du heißt und wer du bist? Natürlich dürft ihr das. Ich bin Cedric. Ich bin der Sohn des Teufels. Das hört sich irgendwie gar nicht mal so gut an, wenn ich ehrlich bin. Ach ja, man gewöhnt sich dran. Aber warum genau tust du denn nur Böses? Nun ja, weil das der Teufel halt nun mal so macht. Aber hast du nicht schon mal darüber nachgedacht, einfach Gutes zu tun? Naja, es ist nun mal so, ich würde es eigentlich gerne tun. Es ist aber ein bisschen schwierig, weil halt meine Eltern das niemals akzeptieren würden. Weil deine Eltern das niemals akzeptieren würden? Warum suchst du dir dann nicht einfach andere Eltern? Ich meine, das ist doch viel besser, als den ganzen Tag nur Böses zu tun. Das ist eine wirklich gute Idee, aber ich weiß gar nicht, an wen ich mich da wenden soll. Naja, wenn du der Sohn des Teufels bist und der Teufel nur böse Sachen macht, kannst du dich doch einfach an die Engelfamilie wenden. Engelfamilie, bist du dir da sicher, dass ich da willkommen wäre? Ich glaube schon, probier's doch gerne mal. Okay, danke für den Tipp, Mann. Ich probier's auf jeden Fall. So, schnell den anziehen und alles wieder mitnehmen und bis dann. Tschüss. Wow, was für ein komischer Typ. Aber irgendwie nett. So, das sollte, glaube ich, das Haus der Engelfamilie sein. Aber ich sollte, bevor ich da reingehe, erstmal meinen Geisteranzug loswerden. Und so, zack. Und jetzt bin ich wieder ich. Gut, versuchen wir es einfach mal. Hallo, was geht ab, Leute? Oh, hallo, wie können wir dir denn helfen? Also, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich bin der Sohn des Teufels und... Was? Der Sohn des Teufels? Raus hier! Nein, bitte, bitte warte. Ganz kurz, hört mir kurz zu. Ich mag es nicht, Leute zu erschrecken oder Böses zu tun. Ich möchte auch mal Gutes tun. Aber die Teufelfamilie ist dafür bekannt, nur Böses zu tun. Aber ich bin anders. Ich möchte das Ganze nicht. Und ich habe euch extra deswegen gesucht, damit ihr mir helft, da rauszukommen. Moment, wir müssen uns ganz kurz beraten. Komm her mit. Oh Gott, ich hoffe, sie sind nicht böse auf mich. Meinst du, wir sollen ihm das Ganze glauben? Ich weiß es nicht. Im Grunde genommen kann es schon möglich sein. Aber meinst du nicht, dass jeder eine zweite Chance verdient hat? Aber es kann ja auch sein, dass der Teufel ihn schickt, um uns auszuspionieren oder sowas. Ach komm, was haben wir denn zu verbergen? Ja, du hast recht. Na schön. Hallo? Hey, wir haben uns beraten. Und worauf habt ihr euch geeinigt? Wir haben uns darauf geeinigt, dass Kroketten richtig gut schmecken. Und abgesehen davon bist du herzlich willkommen in unserer Familie. Im Ernst? Aber bevor wir das machen, musst du uns erstmal beweisen, dass du wirklich nicht böse bist. Oh, okay, wie genau soll ich das denn machen? Tu etwas Gutes. Jemand aus der Teufelfamilie würde nie etwas Gutes tun. Aber was genau soll ich denn Gutes tun? Du wirst es herausfinden, in deinem Herzen. In meinem Herzen? Ich verstehe leider keine Morsezeichen, aber was sagt es denn genau? So meinte ich das nicht. Ach, egal. Geh einfach raus und tu etwas Gutes. Okay, gut. Ich werde das schon hinbekommen. Dankeschön. Was Gutes tun? Was Gutes tun? Gutes tun? Was kann man denn alles Gutes machen? Ich weiß auch nicht so genau, was das eigentlich bedeutet und ich... Cedric, schön, dass du da bist. Hey, wo ist denn dein Geisteranzug? Mama, Papa, was genau macht ihr denn hier? Wir haben nach dir gesucht. Gerichten zufolge bist du die Engelfamilie besuchen gegangen. Und das ist der letzte Ort, an dem ein Teufelskind jemals zu sein hat. Aber ich kann das Ganze erklären. Ich wollte nur, also... Ja, erzähl es mir. Ich wollte sie ausspionieren. Ich habe mir nur irgendwas ausgedacht, ihr wisst schon. Die Engelfamilie ausspionieren? Sowas Diabolisches habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Na schön, dann komm mit nach Hause und lass uns weitere teuflische Pläne ausarbeiten.
Ja, genau, lass das machen. Obwohl, nein, weißt du was? Ich rede jetzt mit dir. Was? Was meinst du? Ich möchte kein Teufelskind mehr sein. Nur noch böse Sachen machen und sowas finde ich wirklich nicht cool. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich von der Engelsfamilie adoptieren zu lassen. Du willst was tun? Was willst du tun? Ja, ihr habt richtig gehört. Ja, ihr habt richtig gehört. Und selbst wenn sie mich nicht nehmen, möchte ich keine Minute länger mit euch verbringen. Bis dann. Dann sieht sich hoffentlich nie wieder. Aber mein Sohn, bleib hier! Nein, ich werde schon irgendeinen Ort für mich finden. Aber ohne euch. Verdammt. Oh Mann, immerhin habe ich mich das getraut. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt machen soll. Wieso müssen denn alle immer aus diesen komischen Garagen rauskommen? Cedric, gut, dass du da bist. Wir haben gehört, was du getan hast. Was denn? Wir haben gehört, dass du die Teufelfamilie verlassen hast. Nur damit du ein freier Mensch sein kannst, ohne Böses tun zu müssen. Und das ist wirklich eine der großartigsten Taten, die du jemals in deinem Leben getan hast. Ernsthaft? Also, was bedeutet das, dass sie mich adoptieren? Nein, aber es bedeutet, dass wir dich adoptieren. Was? Oh, ich dachte, du stellst irgendwelche anderen Fragen. Na gut, trotzdem Dankeschön. Danke, dass ich bei euch sein darf. Jawohl, das wird richtig spaßig. Oh Mann, okay, aber dann würde ich trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Tokaboka. Lasst dafür mal einen Daumen nach oben und einen Abo auf den Kanal da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!